Willkommen zu einem neuen Rage-Part. Falls ihr jetzt schon wieder Knackgeräusche hören solltet, dann wundert euch bitte nicht. Diese Folge habe ich dieses Mal nicht mit meinem alten PC aufnehmen können, da mein alter PC wirklich schon sehr, sehr langsam ist und anscheinend die Elgato in dieser kurzen Zeit nicht hochfahren konnte. Ich habe ihn zweimal neu starten müssen und es hat immer noch nicht funktioniert. Deswegen werdet ihr jetzt eine Rage-Folge sehen, die ich mit meinem neuen PC aufnehme. Ich habe vorher einen Test gemacht, keinerlei Knackgeräusche entdeckt, da ich was installiert habe. Es könnte aber auch sein, dass jetzt wieder alles über Bord geworfen wird und dennoch Knackgeräusche enthalten sind. Ich wiederum hoffe einfach mal, dass es nicht der Fall ist und dass ich jetzt ganz normal spielen kann mit euch zusammen. Es tut mir wirklich leid, falls jetzt wirklich Knackgeräusche da sein sollten, aber ich werde die Folge durchziehen, denn ansonsten bekommt ihr in nächster Zeit gar kein Rage mehr und das wäre scheiße. Das wäre wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich werde immer mehr installieren, um zu gucken, ob das sich irgendwie beheben wird. Wenn jetzt ein, zwei Knackgeräusche vorkommen sollten, dann dürfte das ja nicht so schlimm sein, oder? Also dann werde ich weiter hiermit aufnehmen. Aber ansonsten, ja. Tut es mir schon mal leid im Vorfeld, falls es irgendwann knacken sollte. Jetzt aber zurück zur Story. Wir haben im letzten Part die Striker-Armbrust bekommen. Eine neue Waffe, die lautloser sein soll als die Sniper, was auch klar ist. Und wir fahren jetzt mit unserem Buggy wieder zurück in Richtung Wellsprings. Es kann natürlich auch sein, dass es nur knackt, wenn hier die krassen Geräusche am Start sind. Aber wie gesagt, wissen tue ich das jetzt nicht. Es kann sich auch alles ändern, da ich habe keine Zielsuchraketen. Ach doch, ich habe doch 4 Stück. Wie kann ich ihn schießen nochmal? Es war X. Okay, gut zu wissen. Ich hoffe einfach so sehr, dass ihr jetzt gutes Gameplay hier habt. Wir gucken noch mal ganz kurz in den Missionen nach. Ja, die Belohnung zurück nach Wellspring, mehr habe ich jetzt gerade gar nicht. Dann ist ja gut. So. Die Folge wird natürlich auch nur 20 Minuten gehen, maximal, genauso wie die anderen Folgen. Deswegen dürft das, ihr müsst euch da dann leider durchquälen, wenn es jetzt wirklich so sein sollte. Dass es knackt. Finde ich selber auch ein bisschen schade, weil ich habe ja gesagt, ab hier wird es kein Knacken mehr geben. Ab hier werde ich das mit meinem alten PC machen. Aber wenn der nicht dieses Elgato-System, die Software nicht hochlädt, dann kann ich da leider nicht viel tun. Nur Probleme mit meiner Software. Mit meiner Hardware. Und Software. Ich find's selber nicht gut. Sehr gut. Das macht die Straßen sicherer. Hier der versprochene Lohn. Wo sollten wir jetzt mal hin? Ah, der Bürgermeister ruft. Bist ganz schön begehrt hier. Bürgermeister Clayton sucht dich. Okay, und Besuch beim Sheriff. Okay. Dann gehen wir erstmal zum Sheriff und danach können wir zum Bürgermeister gehen. Draußen fliegt schon wieder irgendwie ein Heli rum. Gut, Sie Nervig. sind zurück. Jemanden wie Sie kann ich gut gebrauchen. Im Norden gibt es ein kleines Problem, das untersucht werden müsste. Ein paar Banditen graben in einem Krater nördlich von hier und schürfen angeblich reinstes Feldtrit. In deren Händen eine Gefahr für jedermann. Ich brauche Sie, um sich da oben mal umzusehen. Bringen Sie mir eine Probe von dem, was die Banditen da bauen. Alles klar. Mach ich. Ist eine lange Fahrt bis dahin, durch verdammt gefährliches Gebiet. Rüsten Sie sich also bloß so gut wie möglich aus, bevor Sie aufbrechen. Okay, cool. Ich glaube, das ist eine Nebenmission. Weil die haben immer andere Farben. Ich erkläre euch das gleich mal. Gerade eben hatte der. Oh, wer ist er denn?
Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Stanley und dieser Paketdienst ist der Stanley Express. Mein Motto? Wenn Stanley es nicht liefern kann, dann kann's keiner. Aber wie du siehst, brauche ich Fahrer. Hab gerade ein paar verloren. Aber keine Angst, der Job ist simpel. Muss dir nur ein Fahrziel aussuchen und los. Geht natürlich nicht ganz ohne Zeitdruck. Unsere Kunden wollen ihre Pakete rechtzeitig haben, okay? Aber wenn du pünktlich lieferst, gibt's auch gutes Geld. Kommst du zu spät, gibt's nix. Heißt schließlich Stanley Express, nicht Stanley Regionalzug. Gott, bist du ein lustiger Mensch. Ich hab hier noch ein paar Lieferungen. Ich hab erst Mord Express gelesen. Nee, die Dinger machen wir jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu doof. Das sind so Nebensachen, die muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Du bist zurück. Sehr gut. Hab da ein Problem und ich glaube, du wärst genau der Richtige dafür. Aber der Norden ist zu gefährlich für so einen kleinen Buggy wie deinen. Da brauchst du schon was mit ein bisschen mehr Power. Du brauchst unbedingt einen Caprino. Ich habe hier ein paar Vorräte, die nach Norden müssen. Aber besorg dir erstmal eine anständige Karre, okay? Okay. Klar. Am einfachsten kommst du an den Caprino, indem du ihn gewinnst. Frag Jackie Weeks, er bringt dich in das richtige Rennen dafür. Okay. Machen wir jetzt ein Rennen oder fahren wir... Moment, wir müssen ja... Ah, das war die falsche Taste. Wir müssen ja sowieso, in den Norden, ne? Nach Nordosten. Okay. Nee, wir wollen erstmal den Caprino gewinnen. Immerhin ist ein neues Auto auch immer ein stärkeres Auto gleichzeitig. Und ja, kann ja nur von Vorteil sein. Ich gähne gerade die ganze... Oh, wer ist er denn? Das DH-Sponsorenrennen ist eröffnet. Das beliebteste Rennen hier. Auf der Suche nach einem besseren Satzreifen? Dann ist das DH-Sponsorenrennen genau das Richtige für dich. Da können sich sämtliche ansässigen Geschäftsleute präsentieren. Etwas Werbung, plus Tempo, plus Chaos. Hilft Fahrern und Firmen. Eine Win-Win-Situation. Die besten Fahrer gewinnen die besten Wagen. Aber wenn du teilnehmen willst, brauchst du einen Sponsor. Hab gehört, dass der Produzent von Mutant Bash TV, oder wie das heißt, einen Fahrer sucht. Red doch mal mit ihm. Okay. Sein kleiner Horrorladen ist unten am Südhighway. Halt einfach nach dem Schild mit seiner Fresse drauf Ausschau. Einfach mit dem Schild. Einfach das Schild. Ja. Ach, der Caprino kann erst, wenn ich den Sponsor habe. Okay, das heißt, ich muss jetzt so oder so erstmal weg. Und das bedeutet wiederum, wir können auch das mit... Oh, es gibt neue Missionen. Ah, Bedrohung durch Mutanten. Mutanten zerstören unsere Wasserleitungen. Wir brauchen einen Scharfschützen, der unsere Arbeiter deckt, während er die Leitung repariert. Wenn wir sie nicht aufhalten, kappen die Mutanten die Wasserversorgung von Wellspring. Boah, warum gähne ich denn so viel, ey? Ja, ich lese wahrscheinlich, deswegen. Wenn du den Job annimmst, geht's sofort los. Wir bezahlen dich, wenn du den Arbeiter beschützt. Ach. Ja, dann mache ich das sofort. Instant. Du hast gerade das automatische Ladegerät für das Scharfschützengewehr erhalten. Oh. Jetzt ist dein Scharfschützengewehr halbautomatisch. Ach, cool. Ah, sogar ein Upgrade dazu bekommen. Ja, nice. Stimmt, das war ja vorher nicht halbautomatisch. Coole Sache. Ich wollte mir auch die Upgrades nochmal angucken bei wie hieß der Händler? Wer war der Händler da nochmal dafür? Ich glaube, das war der Autotyp, ne? Oder? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Nee, es war irgendjemand anders, der die Teile hatte. Okay. Der ist schon mal weg.
Oh, da kommt da noch einer. Nein, 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 nicht nachladen hier. Immerhin hat er trotzdem noch einen Beschützer, ne? Hallo? Shit. Shit. Okay, das Spiel ist ganz schön laut, wenn es um Sniper hier geht. Oh, da kommt ja noch einer. Der braucht aber ganz schön lange, ey. Gott, das ist scheiße. Nein, 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 nein. Wie, der lebt. Spinde. Alter! Nein, er ist was tot! Das gibt's doch gar nicht! Ich hab die Mission noch nie verkackt. Ich schwöre es euch noch nie. Ich bin gerade einfach scheiße im Schießen gewesen. Na, dann machst du ja nix. Damals ging das besser. Na gut, machen wir es doch nochmal. Aber ich werde erst mal gucken, wer die Upgrades jetzt hatte. Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte Banditenkarre. Also erst ein Helikopter, jetzt... Oh, noch Feuerwehr, meine Güte. Ach, der hier hatte die Upgrades, oder? Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. Ja, sieht so aus. Maschinengewehr. Oh. Eine neue Waffe. Ja, nice. Nehme ich mit. Schönen Tag noch. Die will ich mir aber erstmal angucken. Weil der guckt sich doch die Waffe immer erst so schön an. Hallo. Vielleicht macht er das ja jetzt, wenn ich hier rausgehe. Ja, ich gehe tatsächlich nur raus, um mir die Animation anzugucken, wie er sich die Waffe anschaut. Ihr habt richtig gesehen. Gesehen, vor allem. Und wo kam auch dieser Mutant her, der nach oben hingeklettert ist? Zu mir. Wo kam der denn auf einmal her? Das war so random. Okay, er zeigt die Animation einfach mal nicht. Nö, macht er nicht. Aber das hier ist das Maschinengewehr. Ähnelt ein bisschen der P90, nur mit sehr abgefahrenem Visier. Wie schießt die so? Ja, ist okay. Aber ich finde, ein Sturmgewehr ist doch gerade besser. Ich habe auch mehr Munition dafür und ich will auch keine kaufen, weil ich habe ja genug Waffen. Eine Schrotflinte allein, ein Scharfschützengewehr, eine Armbrust. Man kriegt sehr schnell die Waffe, aber das ist ja das Gute. Man kriegt zwar die irgendwie sehr schnell, außer gegen Ender kriegt man. Da kriegt man auch noch richtig coole Waffe. Aber die ist halt. Man muss die dennoch nicht aufheben. So, probieren wir jetzt nochmal die Scharfschutzmission noch ein einziges Mal und danach ist Ende. Jawohl, let's go.
Die Untertitel bleiben da jetzt nicht wirklich im Ladebildschirm, oder? Okay. Wie die auch einfach nicht sofort down gehen, ne? Wer liegt denn da eigentlich? Ach, das ist einer der Techniker, okay. Der Söldner hier, der kann auch gar nichts, ey. Wo schießt er denn hin? Nein, 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 nein. Der war ganz schön schnell, ey. Jeder Schuss muss eigentlich ungefähr sitzen. Oh, da kommt noch einer. Gott, bin ich schlecht, ey. Was ist denn los? Der ist schon fast tot. Ich glaube das nicht. Okay, das ist sogar noch schlechter als vorher. Warum kann ich denn die Waffe nicht wechseln? Mann. Die macht halt auch gar nicht gut Schaden, ey. Ich weiß nicht, warum ich die nicht schaffe, die Mission. Ich habe kein... Ey, jetzt fliegt hier schon wieder ein Hubschrauber. Was ist denn jetzt hier los? Hört ihr das? Ey, also irgendwas... Weißt du... Naja, ist egal. Gut, ich werde die Mission jetzt dann off-cam machen. Ihr wisst ja, worum es geht. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt hier nicht schaffe. Keine Ahnung. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge von Rage hoffentlich. Entweder mit meinem alten Laptop, wo nichts knackt, oder vielleicht hier, wenn hier alles funktioniert. Ja, bis zur nächsten Folge. Haut drin und tschüss.